Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich einen weiteren Kreuzritter, diesmal auf dem Pferd. Farben wie immer schwarz und weiß opak, der Rest sind transparente Candy-Lacke. Ich nutze jetzt wieder dieses Chromolux-Papier in Eierschalenfarben Optik und starte mit der zweiten Schablone. Die erste wäre jetzt die Weiß-Vorlegeschablone, die brauche ich halt in dem Fall nicht. Und nutze jetzt diese Schablone mit vollem Schwarz. Besonderheit bei diesem Kreuzritter-Set ist, dass, wie man sieht, eine Hand fehlt. Dafür gibt es dann zusätzliche Schablonen mit vier Waffen. Das heißt also, es gibt noch zusätzlich eine Hand mit Schwert, Hand mit Axt, mit Morgenstern und einem Speer. Und auch noch Pfeile, die man ins Schild oder woanders hinstecken kann. Das ist jetzt Schablone Nummer 2, also in dem Fall der zweite Arbeitsschritt. Und da nutze ich ein Grau. Insgesamt mache ich jetzt dieses Bild ein bisschen heller. Auf der rechten Seite könnt ihr auch bei dem orangen Hintergrund sehen, dass man halt Farben auch kräftiger machen kann. Dann einfach in den Schablonen ein bisschen dunkler arbeiten. So, und das ist jetzt Schablone mit dem leichten Grau. Dann nehme ich einmal komplett nur leicht rein. Und habe jetzt halt gerade bei den Beinen und bei diesem Pferdeumhang an der Unterseite ein bisschen dunkler gearbeitet. So, und jetzt kommen Farben rein. Das heißt, das ist jetzt einmal für die Rottöne. Und ich nutze nochmal leichtes Hellbraun bei dem Helm und dem Kreuz und dem Geschirr vom Pferd. Da könnt ihr auch jetzt die Pfeile sehen, die hier unten drauf haben. Die kann man einfach auch drauf das Schild setzen. So, als zweite Farbe kann man jetzt das Pferd einfärben. Dazu nutze ich wieder das Hellbraun als Grundlage. Das mische ich mir selber aus Gelb und, also 90% Gelb und 10% Violett. Und wenn man es dunkler haben will, kann man jetzt, wie ich es jetzt mache, zum Beispiel mit dem Violett abtönen. Das heißt, ich gehe einmal leicht mit Violett drüber, weil ich jetzt ein helleres Braun haben will. Man kann natürlich dann auch mehr Violett setzen, wenn man das Pferd dunkler haben will. Und abschließend gehe ich nochmal mit dem Hellbraun drüber und dann verwandelt sich das Violett in einen Braunton. So, und das sind jetzt die Metallteile und die arbeite ich mit dem Dunkelblau und der Rest wieder mit dem leichten Hellbraun.
sondern das sind jetzt so leichte Sprenkel. Die erreiche ich dadurch, dass ich den Luftschlauch quasi fast komplett abklemme, dass also nur ganz wenig Luft rauskommt. Und dann beim gedrückten Airbrush-Hebel bewege ich den relativ schnell nach vorne und hinten. Und dabei entstehen dann halt so kleine Tröpfchen an der Nadelspitze, die durch die minimale Luft nach vorne gepusht werden. Je weniger Luft, desto feiner werden die. Je größer werden die, je mehr Luft man dazu gibt, desto feiner werden die. So, das geht halt für die Farbe des Schildes und der Kleidung da. In dem Fall gehe ich einmal leicht mit Weiß drüber. Natürlich kann man auch in diesem Fall da jetzt mit diesem Sprenkel mit verschiedenen Farben dem Ganzen noch so ein bisschen eine abgelebte Optik geben. So, und jetzt kommt das finale Weiß. Das heißt also, im Bereich der Metallflächen gehe ich mit 100% Weiß rein. Und bei den anderen arbeite ich halt mit weniger Deckkraft. Und auch die Reflexion bei den Pferdeaugen arbeite ich auch mit voller Deckkraft. So, und das war dann jetzt so die Grundlage für den Kreuzritter mit Pferd. Jetzt machen wir noch ein bisschen was am Hintergrund. In dem Fall, was ich jetzt hätte vorher machen sollen, das ist jetzt halt den Schatten unten legen beim Kreuzritter. Und jetzt gehe ich halt mit einem leichten Hellblau über alles rüber. Wechsle dann auf dunkelblau und mache dann, also ich reiße jetzt zum Papier auseinander und habe dann halt eine Kante für Horizont. Wie gesagt, da hätte man jetzt den Schatten einsetzen können, einfach an den Ufen vorbei mit Schwarz. Die andere Seite der abgerissenen Kante kann ich jetzt leicht mit Weiß einmal rübergehen, habe dann noch quasi einen Horizont. So, und jetzt mache ich das gleiche mit dem Sprenkel nochmal mit Weiß. Hat dann den Effekt, dass es wie aufgewirbelter Staub aussieht. Jetzt ist das halt mit dem Schatten, was man einfacher machen kann vorher. So, und dann kommen wir zu den Waffen. Wie gesagt, da ist jetzt Axt, Schwert, Speer, Morgenstern, jeweils dreiteilig. Ich nutze jetzt mal hier den Speer. Und an jeder Waffe ist jetzt auch dementsprechend die Hand dran. Man kann also noch ein bisschen mit der Positionierung kann man noch ein bisschen spielen. Und ich lege also das Schwarz vor, wechsle dann auf Weiß und mache dann einmal Grau und einmal Highlight Weiß. Das ist also jetzt das Grau. Kann natürlich jetzt auch noch den Speerstiel
nochmal mit Braun einfärben, wenn man das möchte. Mache ich jetzt in dem Fall nicht. So, und jetzt nochmal das Highlight Weiß und dann wäre das so fertig. Jetzt setze ich noch so ein paar Highlights. Noch so ein bisschen Atem beim Pferd. So, und jetzt arbeite ich noch mal ein bisschen mit dem Sprenkel, um so ein bisschen Textur in diesen Mantel reinzukriegen. Und das gleiche auch noch mal mit Rot, so hat man halt so ein bisschen den Effekt von Blutspritzern, die da sind. Das gleiche kann man natürlich auch mit der Speerspitze oder der Waffe machen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis dann.